Herzlich willkommen zur Literatur zur Lage. Heute leider nicht aus dem Bucerius Kunstforum, sondern digital. Und ich bin zu Gast in Husum, nicht in Hamburg, bei Dörte Hansen mit Blick auf das Theodor-Storm-Haus und auf den Hafen. Denn hier schreibt und arbeitet Dörte Hansen. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Ja, ich freue mich. Wir sind in Husum und das ist ja, weil unser Oberthema Stadt und Land ist, eigentlich gar keine Frage. Theodor Storm hat das festgelegt. Es gibt ein Gedicht über Husum, das heißt Die Stadt. Würdest du Husum selber auch als Stadt bezeichnen? Ja, als Städtchen würde ich es bezeichnen. Es ist eine Stadt in dem Sinne, dass es einen Bahnhof hat. Das ist schon mal, finde ich, sehr, sehr gut. Für mich auch sehr wichtig, einen Bahnhof mit Zügen, die stündlich fahren, Richtung Hamburg zum Beispiel. Also man kann hier auch weg und man kann hier einkaufen und es ist deutlich mehr Stadt als das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Also für mich war Husum immer eine sehr wichtige Stadt, weil hier mein Gymnasium stand. Das war das erste Mal, dass ich wirklich in der Stadt zu tun hatte, diese 9 Jahre auf dem Gymnasium. Und deswegen war das für mich schon immer eine große, wichtige Stadt. Also es hatte das Flair der Großstadt damals für dich. Aus der Hügel Stadt. Kommst du. Ja, der Stadt immerhin, ja. Über Stadt und Land wollen wir heute sprechen, Stadt und Land in der Literatur. Und wie groß oder vielleicht wie klein die Unterschiede sind, das zeigt möglicherweise eine kleine Geschichte. Die handelt von zwei Familien, die zutiefst verfeindet sind und trotzdem verlieben sich die Kinder aneinander, treffen sich heimlich beim Schrei der Lerche, die sie eindeutig erkennen, heiraten heimlich gegen den Willen der Eltern und sterben am Ende gar nicht mehr heimlich, weil sie für ihre Liebe keine Zukunft sehen. Und wer bei dieser Beschreibung an William Shakespeare denkt, an Romeo und Julia, der liegt gar nicht so falsch, denn auch diese Geschichte heißt Romeo und Julia, allerdings hat sie einen kleinen Zusatz. Sie heißt Romeo und Julia auf dem Dorfe und die Protagonisten heißen Sali und Vrenchen. Geschrieben hat sie Gottfried Keller und er sagte damals, es mag eigentlich ein banaler Stoff sein, aber es ist ein Stoff, der sich eben immer wieder und überall ereignen kann, in Stadt und auf dem Land. Möglicherweise also sind die Themen die gleichen. Und doch, Dörte Hansen, gibt es eigentlich ja Unterschiede, ob etwas in der Stadt oder auf dem Land spielt, oder? Ja, das gibt es wahrscheinlich schon. Wobei ich sagen würde, es sind einfach auch die Themen, die dann verschieden sind. Also auf dem Dorf gibt es andere Themen als in der Stadt. Ein Dorfmensch hat andere Themen als ein Stadtmensch. Wobei man das, glaube ich, gar nicht immer so ganz klar trennen kann und niemand von uns ein 100% Stadtmensch ist vielleicht oder ein 100% Dorfmensch. Ich würde bei mir immer sagen, es ist so eine Mischung. Aber ich glaube, es gibt Dorfthemen und es gibt Stadtthemen auf jeden Fall. Aber wenn wir bei Romeo und Julia bleiben, dieser großen, unglücklichen Liebe, die jetzt hier in Seldwyla spielt, nicht in Fair Verona, wo sie bei Shakespeare angesiedelt ist, aber das Menschliche, was sich dazwischen ereignet, die Tragödie, würdest du sagen, sie kann sich genauso stark vermitteln? Ja. Ich glaube, das ist vollkommen unabhängig davon, ob es in der Stadt oder auf dem Land spielt. Gerade auf dem Land gibt es sehr viele Szenarien, finde ich, die passen zu diesem Stoff. Zum Beispiel? Na, zum Beispiel, wenn man aus der falschen Familie ist, ne, falsche Bauernfamilie, das Dorf vergisst ja nicht. Das Dorf hat oft ein sehr, sehr langes Gedächtnis. Also du weißt auch auf dem Land ganz genau, welche Familie mit welcher Familie schon ewig verfeindet war. Jedes Dorf hat die Verfemten, die außerhalb des Dorfes wohnen und nie so richtig dazugehören. Und wehe, du verliebst dich in einen dieser Verfemten. Also das gibt es ganz sicherlich auf dem Dorf auch. In der Stadt gibt es dafür viele andere Risiken. Es gibt die tragischen Geschichten von Menschen, die in die Stadt kommen und dort untergehen. Aber natürlich auch die Erfolgsgeschichten. Das junge Mädchen, was in die Stadt kommt und dort dann zum Hollywood-Star heranreift beispielsweise. Die großen Sehnsuchtsgeschichten von Städten. Und Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben zu allen Zeiten diese Geschichten erzählt. Mit ganz unterschiedlichen Bildern. Da finden wir die fröhlichen Landpartien bei Guy de Maupassant oder Theodor Fontane, wo zierliche Mädchen mit geflochtenen Zöpfen den fröhlichen Reigen tanzen und robuste, wohlgenährte Bäuerinnen das frische Obst reichen. All solche Bilder haben wir und gleichzeitig die anderen Bilder in der Stadt, wo der Mensch manchmal auch in der Masse untergeht. Und wir wollen vielleicht zum Einstieg ein paar Beispiele hören von Großstadtbeschreibung. Der Großstadtroman ist ja ein ganz eigenes Genre mittlerweile geworden. Und gegründet hat es, so sagt man, Alfred Döblin mit seinem Roman Berlin Alexanderplatz aus dem Jahr 1929. Die Geschichte von Franz Bieberkopf, der in sein Berlin kommt. Und was er da erlebt und wie er sich fühlt, das hören wir jetzt von Konstantin Graudus, Schauspieler am Ohnsorgtheater. Die Strafe beginnt. Er schüttelte sich, schluckte. Er trat sich auf den Fuß. Dann nahm er einen Anlauf und saß in der elektrischen, mitten unter den Leuten. Los! Das war zuerst, als wenn man beim Zahnarzt sitzt, der eine Wurzel mit der Zange gepackt hat und zieht,
Der Schmerz wächst, der Kopf will platzen. Er drehte den Kopf, aber die elektrische sauste mit ihm auf den Schienen weg. Der Wagen machte eine Biegung, Bäume, Häuser traten dazwischen. Lebhafte Straßen tauchten auf, die Seestraße. Leute stiegen ein und aus. In ihm schrie es entsetzt. »Achtung, Achtung, es geht los!« Seine Nasenspitze vereiste. Über seine Backe schwirrte es. 12 Uhr Mittagszeitung, WZ, die neueste Illustrierte, die Funkstunde, neu. Noch jemand zugestiegen? Die Schupos haben jetzt blaue Uniformen. Er stieg unbeachtet wieder aus dem Wagen, war unter Menschen. Was war denn? Nichts. Haltung, ausgehungertes Schwein, reiß dich zusammen, kriegst meine Faust zu riechen. Gewimmel, welch Gewimmel, wie sich das bewegte. Mein Regen hat wohl keinen Schmalz mehr, der ist wohl ganz ausgetrocknet. Was war das alles? Schuhgeschäfte, Hutgeschäfte, Glühlampen, Destillen. Ja, die Menschen müssen doch Schuhe haben, weil sie so viel rumlaufen. Wir hatten ja auch eine Schusterei, wollen das mal festhalten. 100 blanke Scheiben. Lass sie doch blitzen. Die werden dir doch nicht bange machen. Kannst sie ja kaputt schlagen. Was ist denn mit die? Sind die eben blank geputzt? Man riss das Pflaster am Rosenthaler Platz auf. Er ging zwischen den anderen auf Holzbohlen. Man mischte sich unter die anderen. Dann merkst du nichts. Kerl! Figuren standen in den Schaufenstern in Anzügen, Mänteln, mit Röcken, mit Strümpfen und Schuhen. Draußen bewegte sich alles, aber dahinter war nichts. Es lebte nicht. Soweit Franz Bieberkopf, der nach Berlin kommt und dort, wie man ja schon gleich zu Beginn merkt, sich erst einmal ziemlich unwohl fühlt. Und man merkt es vielleicht auch an diesem Rhythmus, oder? Ist ganz klar, das könnte nicht auf einem Dorf spielen. Das ist für mich ein ganz klares Beispiel für eine Reizüberflutung eines Dorfmenschen, der in die Stadt kommt, sozusagen. So ungefähr fühle ich mich auch, wenn ich zu lange nicht in Hamburg gewesen bin und ich steige auf dem Bahnhof Altona aus und stürze mich in die Ottenser Hauptstraße und gehe da ins Mercado und komme hier aus meinem nordfriesischen Dorf und merke nach einer Stunde, jetzt kann ich erstmal nicht mehr. Das ist tatsächlich was, was man sich abgewöhnt, dieses Filtern. Was ihm dann nicht gelingt, ist ja Dinge auszufiltern, zu sagen, ich sitze hier einfach und nicht alles wahrzunehmen, sondern es ist ein absolutes Chaos im Kopf, einfach weil zu viel auf ihn einströmt. Und in abgeschwächter Form kenne ich das tatsächlich auch. Dann wollen wir mal schauen, ob du dich auch in der zweiten Großstadt wiederfinden würdest. Wir reisen nach Wien und zwar mit Robert Musil in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften. Wir sind also in den Zeiten der K&K-Monarchie. Eine große Parallelaktion wird geplant, ein großes Fest zum Thronjubiläum des Kaisers. Und Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts, sieht wie folgt aus. Autos schossen aus schmalen, tiefen Straßen in die Seichtigkeit heller Plätze. Fußgängerdunkelheit bildete wolkige Schnüre, wo kräftigere Striche der Geschwindigkeit quer durch ihre lockere Eile fuhren, verdickten sie sich, rieselten nachher rascher und hatten nach wenigen Schwingungen wieder ihren gleichmäßigen Puls. Hunderte Töne waren zu einem drahtigen Geräusch ineinander verwunden, aus dem einzelne Spitzen vorstanden, längs dessen schneidige Kanten liefen, und sich wieder einebneten, von dem klare Töne absplitterten und verflogen. An diesem Geräusch, ohne dass sich seine Besonderheit beschreiben ließe, würde ein Mensch nach jahrelanger Abwesenheit mit geschlossenen Augen erkannt haben, dass es sich in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien befinde. Städte lassen sich an ihrem Gang erkennen wie Menschen. Die Augen öffnend, würde er das gleich an der Art bemerken, wie die Bewegung in den Straßen schwingt, bei weitem früher, als er es durch irgendeine bezeichnende Einzelheit herausfände. Und wenn er sich das zu können nur einbilden sollte, schadet es auch nichts. Es wäre wichtig zu wissen, warum man sich bei einer roten Nase ganz ungenau damit begnügt, sie sei rot, und nie danach fragt, welches besondere Rot sie habe, obgleich sich das durch die Wellenlänge auf Mikromillimeter genau ausdrücken ließe.
wogegen man bei etwas so viel Verwickelterem, wie es eine Stadt ist, in der man sich aufhält, immer durchaus genau wissen möchte, welche besondere Stadt das sei. Es lenkt von Wichtigerem ab. Es soll also auf den Namen der Stadt kein besonderer Wert gelegt werden. Wie alle großen Städte bestand sie aus Unregelmäßigkeit, Wechsel, Vorgleiten, Nicht-Schritt-Halten, Zusammenstößen von Dingen und Angelegenheiten, bodenlosen Punkten der Stille dazwischen, aus Bahnen und Ungebahntem, aus einem großen rhythmischen Schlag und der ewigen Verstimmung und Verschiebung aller Rhythmen gegeneinander und glich im Ganzen einer kochenden Blase, die in einem Gefäß ruht, das aus dem dauerhaften Stoff von Häusern, Gesetzen, Verordnungen und geschichtlichen Überlieferungen besteht. Robert Musil über den Mann ohne Eigenschaften, über eine Stadt ohne Eigenschaften, zumindest über eine Stadt, die typische Eigenschaften hat für alle Großstädte. Kann man das sagen? Kann man alle Großstädte eigentlich in einen Topf werfen? Ich glaube, das kann man sogar immer stärker sagen, weil die Großstädte, das ist meine Erfahrung, sich immer mehr angleichen. Wenn du auf irgendeinem Bahnhof stehst, aussteigst, mir ist das so gegangen, als ich das erste Mal in Prag war zum Beispiel. Du steigst aus und du siehst in der Fußgängerzone dieselben internationalen Modeketten, die du von Berlin vielleicht auch kennst, von Paris kennst und so weiter. Es ist unheimlich vieles gleich oder ähnlich. Und ähnlich ist auch dieses Stimmgewehr. Normalerweise ist es dann die Sprache, wo du denkst, jetzt erkenne ich genau, wo ich bin. Aber dadurch, dass überall diese ganzen Ströme von Touristen sind, die alle dieses Vernacular Englisch sprechen, dieses nicht ganz perfekte, aber relativ fließende Englisch, das sich irgendwie ein bisschen amerikanisch anhört, ein bisschen skandinavischen Einschlag hat, weil die halt immer sehr gut Englisch sprechen. Wenn du die Augen schließt, glaube ich, kannst du oft nicht wissen, in welcher Großstadt du bist, wenn du nur das hörst. Und das, finde ich, wird stärker. Also diese Unkenntlichkeitmachung der einzelnen Städte, also zu sagen, wo bin ich eigentlich? Was macht eine Stadt wie Paris, so ganz besonders verglichen mit einer Stadt wie, weiß ich, Prag oder Berlin. Ich habe das Gefühl, dass die Unterschiede sich gerade so ein bisschen angleichen. Aber wenn man jetzt als Schriftstellerin oder Schriftsteller über eine bestimmte Stadt schreiben möchte, dann muss man ja dieses bestimmte Gefühl, diesen bestimmten Sound irgendwie auch finden. Genau. Nicht? Also wenn wir an die großen Paris-Romane denken, Patrick Modiano oder auch früher Victor Hugo, dann ist das ja ganz klar Paris, auch genau. Wenn nicht von dem Eiffelturm die Rede ist. Wie macht man das oder wie hast du das gemacht, als du versucht hast, über Hamburg zu schreiben? Da waren es hauptsächlich dann Dinge, die in der Lebenssituation meiner Protagonisten eine Rolle spielte. Also in Hamburg war es zum Beispiel, als ich jetzt in Altes Land geschrieben habe von dieser jungen Mutter, die mit ihrem Kind auf den Spielplätzen sitzt. Dann waren es diese typischen Großstadtspielplätze, wo dann, ja, berufstätige Mütter, halb berufstätige Mütter, aber auch sehr, sehr helikopternde Mütter sozusagen auf den Bänken saßen. Ich könnte dir gar nicht sagen, ob das eine Situation ist, wie sie nur in Hamburg auf einem bestimmten Spielplatz vorkäme. Ich weiß gar nicht, ob die Stadt, die ich beschrieben habe, dann eigentlich typisch Hamburg gewesen ist. Ich glaube, das hätte auch fast jede andere sein können. Da ging es mir ja auch nicht so sehr darum, den Hamburger Roman zu schreiben. Oder ich wollte nicht unbedingt diese spezielle Stadt beschreiben, sondern ich wollte das Gefühl beschreiben einer Frau, die kein Konzept hat dafür, wie sie in dieser Großstadt ein Kind aufzieht. Deswegen könnte man wahrscheinlich auch das verlagern auf eine beliebige andere Stadt, fürchte ich. Ist das vielleicht auch von Vorteil? Denn dein Roman war ja nicht nur in Hamburg ein Erfolg, sondern auch in ganz vielen anderen Städten. Die typischen Hamburg-Romane, wo man dann durch bestimmte Straßen an der Alster wandert und sich freut, das eine Café oder das andere wieder zu entdecken, die bleiben dann ja vielleicht auch nur für ein regionales Publikum. Ist es dann vielleicht doch der Versuch, ein Lebensgefühl einzufangen, eben dieses Lebensgefühl der Großstadt? Ich glaube, beides gibt es und beides hat auch natürlich seine Berechtigung. Manchmal will ich natürlich auch einen Hamburg-Roman lesen oder einen Paris-Roman lesen. Aber bei mir geht es immer eher um die Figuren und was mit ihnen geschieht. Und da ist dann die Tatsache, ob es eine Stadt ist oder ein Dorf, ist relativ wichtig. Aber welches ist, welches Dorf, welche Stadt, ist gar nicht so wichtig. Das ist auch sehr interessant. Das erlebe ich, wenn ich Post bekomme von Leserinnen und Lesern zu meinen Büchern. Dann schreiben sie ganz häufig, zum Beispiel jetzt bei Mittagsstunden darüber, dass dieses Dorf Brinkebüll, das ich da beschreibe, in Stuttgart, sagte mir eine Leserin, sie ist wie bei uns.
ja, wie in einem schwäbischen Dorf. Und das hat mich total überrascht. Aber das heißt eigentlich, es geht nicht um dieses nordfriesische Dorf. Da, wo es genau liegt, ist vollkommen irrelevant. Es geht um das Dorf an sich. Und eben auch um die Stadt an sich. Also ob es Hamburg oder eben auch Stuttgart wäre, auch wie bei uns, wäre gleich gewesen? Ich glaube, ja. Ich glaube, in dem Fall, bei mir, in dem, was ich beschreiben wollte, spielte das nicht so eine große Rolle. Jetzt möchte ja deine Protagonistin Anne aus dieser Stadt fliehen am besten. Sie hält es nicht mehr aus. War das etwas, was du auch aus dieser Stimmung heraus gefiltert hast? Dass du glaubst, vielen Menschen geht es so? Oder wie kam dieser Gedanke? Ich konnte tatsächlich bei der Figur der Anne in Altes Land sehr viel aus meinem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Also mir ging es da tatsächlich auch so. Die habe ich relativ wenig verfremden müssen. Natürlich hat sie ein anderes Leben und ich habe keinen Sohn und so weiter. Und ich war auch nie in einer Musikschule und habe Flötenunterricht gegeben. Also diese ganze Biografie ist natürlich total erfunden. Aber was nicht erfunden ist, ist dieses Gefühl der Überforderung mit diesen anderen Müttern und diesem Leben, das sich sehr um dieses Muttersein kreist und dieses Pokalgefühl, dieses Gefühl, man hat diese Kinder wie so eine Art Trophäe vor sich hergetragen, so kam mir das vor. Und ich glaube, da spielte mein Hintergrund tatsächlich eine Rolle, mein Hintergrund als auf dem Land aufgewachsener Mensch, der kein Konzept hatte dafür. Wie macht man das in der Großstadt, ein Kind aufziehen, ein kleines Kind? Also meine Tochter war 2, als sie anfing, mit diesem Laufrad zu laufen. Und dann mussten wir immer durch diesen Lessing-Tunnel, der Altona und Ottensen verbindet. Das ist ein wirklich hässlicher, ganz, ganz schlimmer Tunnel. Und ich sah immer dieses kleine Kind durch diese sterbenden Tauben und diesen Müll fahren und dachte immer, das ist nicht artgerecht, das kannst du nicht machen. Also es war für mich als Dorfkind war das eine nicht wirklich auszuhaltende Vorstellung. Und wir hatten keinen Garten, wir hatten einen Mini-Balkon und deswegen musste ich raus. Ich glaube, wenn ich kein Kind bekommen hätte, wäre ich nicht aus der Stadt weggezogen. Wie es klingt, wenn ein Dorfkind über die Stadt schreibt, das wollen wir jetzt hören. Du hast einen Ausschnitt rausgesucht aus Altes Land, deinem ersten Roman. Und genau. Den hören wir jetzt. Und da lese ich ein bisschen ein Stück, in dem es um Burkhard Weißwert geht. Mhm. Burkhard Weißwert und seine Frau sind aus Hamburg ins alte Land gezogen. Sie hatten das Großstadtleben satt und wollen jetzt nochmal durchstarten, sind Aussteiger und träumen wirklich von so einem ja, nicht Selbstversorgerleben, aber sie wollen Marmelade kochen, er will Bücher schreiben übers Landleben und so weiter. Und es gelingt nur ganz bedingt. Also er schwebt immer so zwischen Euphorie und Ernüchterung. Und das ist in diesem Textausschnitt auch so. Es war erstaunlich. Seit er hier draußen lebte, flogen ihm die Ideen nur so zu. Sie verfolgten ihn praktisch. Weil er nicht mehr zugedröhnt war vom Getöse der Stadt, nicht mehr abgelenkt durch die Poser und Schwätzer in den Redaktionskonferenzen, in den Tapas-Bars und Theaterfoyers und Kunstgalerien. Allein das Geld, das er jetzt sparte. Und die Zeit. Er hatte alle Zeit der Welt hier draußen. Stress war passé. Stress war Geschichte. Er war ein Mann, der auf den Punkt gekommen war, zum Wesentlichen durchgedrungen, mit sich selbst im Reinen, geerdet. Er musste das alles nicht mehr haben. Eva würde da auch noch hinkommen an diesen Ruhepunkt. Er hatte sie dabei überrascht, wie sie bei Immobilien-Scout Wohnungen in Hamburg anschaute. Sie hatte die Seite schnell weggeklickt, als er ins Zimmer kam, aber er konnte es ja später sehen. Sie hatte den Suchverlauf nicht gelöscht. 3-Zimmer-Jugendstil-Eigentumswohnung Hamburg-Eppendorf. Er war dann erstmal eine Runde mit dem Rad gefahren, an die Elbe, bis nach Stade und zurück mit einem Schnitt von 35. Das brachte ihn wieder einigermaßen runter. Immerhin hatte sie nicht nach Mietwohnungen gesucht. Es war keine Einzimmerwohnung für Singles dabei gewesen. An Trennung schien sie demnach nicht zu denken. Das hätte er gemerkt. Andere Leute googelten im Internet Rezepte, schöne Hotels oder alte Schulfreunde. Eva googelte eben Stadtwohnungen mit Stuck. Ein Zeitvertreib an Winterabenden, mehr war das nicht. Dieser Winter war in der Tat nicht leicht gewesen hier draußen. Das gab er gerne zu. Kaum Schnee, wenig Frost, nur der ewige Westwind, der den ewigen Regen vor sich her peitschte. Eisregen, Schneeregen, Starkregen, Nieselregen, Schauerregen. Ein Himmel wie eine Grabplatte, von November bis März kaum ein blauer Tag. Das konnte einem schon aufs Gemüt schlagen, wenn man ein bisschen die Veranlagung hatte. Und Evas sogenannte Freundinnen waren da keine große Hilfe. Im Winter kamen sie ja nicht. Im Winter kam kein Schwein. Am Anfang schon, da kamen sie alle, wollten mal gucken, was die beiden Pioniere so trieben, ganz allein da draußen in ihrer Gummistiefelwelt. Im ersten Winter war die Bude voll gewesen abends und an den Wochenenden.
Sie waren spazieren gegangen, endlos in atmungsaktiven Jacken an der Elbe, in den Obstplantagen. Sie hatten Evas sensationellen Apfelkuchen gegessen, stundenlang am prasselnden Ofen gesessen, während der Regen an die Fensterscheiben rauschte. Einfach wunderbar. Sie hatten von der Ruhe geschwärmt, von den pittoresken Häusern, von der verträumten Flusslandschaft. Sie hatten vom Bücherschreiben gesprochen, vom abgeschminkten Leben, vom Aussteigen fantasiert, von kleinen Bio-Cafés unterredet, die garantiert laufen würden, vom Spirit dieser alten Bauernkarten. Im ersten Winter wollten sie alle noch ihre verkopften Jobs hinschmeißen. Sie wollten etwas mit den Händen tun. Du, ich könnte hier leben, wirklich, hatte Sabine gesagt, Evas beste Freundin. Guckt euch doch mal um für mich, muss nichts Großes sein, so wie euer Haus, das wird mir schon reichen. Nichts als heiße Luft. Im zweiten Winter war Sabine ein einziges Mal gekommen, zu Evas Geburtstag Ende Januar. Der gleiche Regen, der gleiche Kuchen, das gleiche Holzfeuer im Ofen. Du, ganz ehrlich, Eva, ich würde hier auf den Hund kommen. Wie hältst du das bloß aus? Der optimale Text, um eine Freundin aus ihrer saisonalen Depression zu reißen. Besten Dank. Die Freunde kamen immer noch im Frühling, wenn die Bäume blühten, oder im Sommer, wenn die Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren reif waren und Eva von morgens bis abends pflücken, entsaften, einkochen musste. Dann standen sie plötzlich mit ihren Fahrrädern am Gartenzaun. Klingelingeling, kleine Landpartie. Gibt's keinen Kaffee bei euch Bauersleuten? Wenn man Glück hatte, kündigten sie sich schon vorher per Handy an, auf der Fähre nach Finkenwerder. Dann konnte Eva noch schnell ein paar Waffeln backen und Kirschen aus der Tiefkühltruhe holen. Sie hasste es, wenn sie nur eine Packung Butterkekse liegen hatte. Sie fühlte sich dann bloßgestellt. Supermarktkekse in der Gummistiefelwelt, es war ihr peinlich. Mit einer kleinen Vorwarnung konnte sie zumindest ins Badezimmer rennen, um ihre Kontaktlinsen einzusetzen, sich die Wimpern tuschen, den gröbsten Gartendreck unter den Fingernägeln wegschrubben und Burkhard noch schnell zu Nodorps Hofladen schicken, um ein paar Kilo Spargel zu besorgen. Denn wenn sie erstmal da waren, fühlten sich die Freunde wohl. Sie hatten Zeit, sie waren auf dem Land, sie streiften durch den Garten, pflückten hier eine Erdbeere, naschten dort ein paar Kirschen. Ihr lebt hier wie im Paradies. Sie saßen unter den Apfelbäumen, zogen ihre Schuhe aus, erzählten von unmöglichen Kollegen und unfassbar schlechten Texten, von den Profilneurotikern in ihren Morgenkonferenzen. Sei froh, dass du das alles nicht mehr machen musst, Burkhard, du Glücklicher. Sie sagten niemals Nein zu einem Gläschen Wein. Eva ging dann ins Haus und kochte für alle Spargel. Aber dann müssen wir auch, klingelingeling, zurück nach Hamburg. Sie hatten Karten für die Oper, wollten noch zu einer Lesung im Literaturhaus, zu einer Vernissage im Kaispeicher, zu einer Gartenparty an der Alster. Manchmal heulte Eva an solchen Abenden, wenn sie die Teller und die Gläser in die Spülmaschine stellte, wenn sie dann wieder in den Garten hetzte, um im letzten Tageslicht noch schnell die reifen Beeren abzupflücken, wenn der Entsafter noch am späten Abend blubberte und sie bis gegen Mitternacht in den Gelee- und Marmeladentöpfen rührte, wenn dann um 1 Uhr morgens alles klebte in der Küche, der Herd, der Fußboden, die Fliesen und wenn das Zeug dann wieder mal nicht fest wurde, verdammte Scheiße. Sie kochte mit Agar-Agar, das war eben nicht so idiotensicher wie Gelierzucker. In Evas Marmeladenmanufaktur gab es ausschließlich vegane Aufstriche, Gelees und Konfitüren. Die Trampel vom Landfrauenverein hatten noch nicht mal gewusst, dass es es gab. Hauten immer schön den Gelierzucker in ihre Marmeladen und rümpften ihre Nasen über Evas Zucchini- und Kürbismarmelade, was der Bauer nicht kennt. Nein, Eva war noch nicht ganz angekommen auf dem Land. Burkhard sah das mittlerweile ganz deutlich. Sie brauchte ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Ablenkung, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Es mussten ja nicht unbedingt die 12 Tenöre im Stader Kulturzentrum sein, auch nicht der Marinechor der Schwarzmeerflotte, aber mal zum Jazzfrühschoppen nach Agathenburg fahren oder sich ein plattdeutsches Theaterstück in Ladekopp ansehen. Warum denn nicht? Das hatte doch was. Ihr Abend gestern war kein Erfolg gewesen. Zum Italiener, einfach so, mitten in der Woche, raus aus der Bude. Aber die Leute gingen sehr früh schlafen im alten Land. Um 21:30 waren sie die letzten Gäste. Die Kellnerin hatte die Stühle hochgestellt und sie gefragt, ob sie vielleicht schon abkassieren dürfte. Ein Grappa ginge dann aufs Haus. Evas Antwort war nicht okay gewesen. Wenn ihr Grappa genauso beschissen schmeckt wie ihr Chianti, können sie damit gern das Klo putzen. Das ließ sich mit einem dicken Trinkgeld dann auch nicht wieder einrenken. Burkhard hoffte auf einen Pfingstmontag mit Sonnenschein, auf zahlreiche Besucher bei Evas Frühlingsfest. Er sah sonst gerade ziemlich schwarz. So sieht es also aus. Vielen Dank, Dörte Hansen. Wenn Großstädte aufs Land ziehen mit den Erwartungen. Eva, sagst du sehr freundlich, war noch nicht angekommen. Man hat nicht das Gefühl, dass sie jemals ankommen wird, oder? Nein, sie tut sich noch ein bisschen schwer und wird dann irgendwann auch, glaube ich, aufgeben. Also sie geben tatsächlich beide auf irgendwann, weil sie
nicht einfach nur aufs Land gezogen sind, sondern wirklich schon mit sehr, sehr festen Vorstellungen aufs Land gekommen sind und diese Vorstellungen dann sich so gar nicht wiederfinden in dem, was da passiert auf dem Land. Also diese Sehnsucht rauszuziehen, die ist ja verbreitet und die kann ich auch total nachvollziehen. Bei den beiden ist es halt nicht bei der Vorstellung geblieben, sondern sie haben ihr festes Konzept gehabt und das hat nicht funktioniert. Eine Vorstellung, die auch schon über Jahrhunderte so aufgegriffen wurde in der Literatur, zum Beispiel von Arthur Schnitzler. Er hat in seinem Roman Therese die Familie seiner Protagonistin, eben jener Therese, aufs Land ziehen lassen. Der Vater ist ein alter Offizier, war in Genf stationiert und nun hat er beschlossen, rauszuziehen. Und auch dort wird er sehr schnell damit konfrontiert, dass die Erwartung und die Realität ein bisschen auseinandergehen. Es liest Konstantin Graudes. Es war im Frühling. Die Fenster des Hauses, in dem die Familie Wohnung nahm, sahen über die Dächer weg den bayerischen Bergen zu. Und Tag für Tag, beim Frühstück schon, pries es der Oberstleutnant vor Frau und Kindern als einen besonderen Glücksfall, dass es ihm in noch rüstigen Jahren, mit kaum 60, gegönnt war, erlöst von Dienstespflichten, dem Dunst und der Dummheit der Großstadt entronnen, sich nach Herzenslust dem seit Jugendtagen ersehnten Genuss der Natur hingeben zu dürfen. Therese und manchmal auch ihrem um 3 Jahre älteren Bruder Karl nahm er gern auf kleine Fußwanderungen mit. Die Spaziergänge mit dem Vater nahmen noch vor Einbruch des Herbstes ein nicht ganz unerwartetes Ende. Schon geraume Zeit hindurch hatte Therese gemerkt, dass der Vater die Wanderungen eigentlich nur fortsetzte, um sich und seine Sehnsucht nicht lügen zu strafen. Stumm beinahe, jedenfalls ohne die Ausrufe des Entzückens, in die die Kinder früher hatten einstimmen müssen, wurde der vorgesetzte Weg zurückgelegt, und erst zu Hause, im Angesicht der Gattin, versuchte der Oberstleutnant wie in einem Frage- und Antwortspiel den Kindern die einzelnen Momente des eben erledigten Spaziergangs mit verspäteter Begeisterung zurückzurufen. Aber auch das nahm bald ein Ende. Also die Illusion, in der Natur sei alles besser, hat sich doch sehr schnell erledigt. Es nutzt sich ab. Ja. Es nutzt sich ab, gerade wenn man das Leben in der Großstadt gewohnt ist, kann man das sagen? Ich glaube ja, denn was man auf dem Land eben tatsächlich hat, ist wenig Reiz. Das ist, mag gerade das Gute sein, aber es heißt eben auch wenig Anregungen von außen, sehr auf sich selbst zurückgeworfen sein. Und wenn man das nicht kann, wenn man nicht gut alleine sein kann, wenn man nicht so gut Stille aushält, wenn man gerade diese Inspiration braucht durch das, was von außen kommt, dann kann man auf dem Land ganz schön alt aussehen, ja. Ist es dann eher dieses Bild, was die Freunde von Eva und Burkhard vielleicht haben, die mit dem Fahrrad ankommen und sagen, es ist doch so schön hier, weil ich ja wieder wegfahren kann? Das ist es tatsächlich. Sie sind halt zu Gast auf dem Land. Sie machen einen Ausflug aufs Land. Und das ist eben tatsächlich nicht zu verwechseln mit einem Auszug aufs Land. Ja? Einen Ausflug machen, gut und schön. Und genau das haben ja Burkhard und seine Frau wahrscheinlich auch gesehen und haben dann gedacht, das kann man verlängern. Oder das ganze Lebensgefühl ließe sich wie so einen Ausflug verlängern. Und das funktioniert halt eben nicht. Nun ist das in kleinen Dörfern ja auch so, wenn man dorthin zieht, dann muss man sich ja auch in die Dorfgemeinschaft einleben. Und das, wir erfahren das zum Beispiel in dem Roman Altes Land an der Person der Ida Eckhoff, ist nicht immer so, dass man mit offenen Armen aufgenommen wird. Ida Eckhoff sagt, von mir gibt das nichts. Von mir bekommt man erstmal gar nichts. Mhm. Also die Fremden, die Zugezogenen haben es erst einmal etwas schwerer. Ja, jetzt ist Ida Eckhoff natürlich in dieser speziellen Situation nach dem Krieg. Sie soll Flüchtlinge in ihr Haus lassen und ihre Zimmer teilen mit wildfremden Menschen. Das ist natürlich eine extreme Situation. Grundsätzlich glaube ich, dass die Leute auf dem Land erstmal abwarten und erstmal gucken, will sich einer überhaupt einfügen. Eine ganz schlechte Idee ist immer gleich mit so guten Ratschlägen zu kommen. Das glaube ich, dazu neigen einige Stadtbewohner. Dazu neigt auch mein Burkhard Weißwert im Alten Land. Er gibt immer gerne ganz gute Ratschläge, also wie die Menschen ihre Landwirtschaft zu tun haben und so weiter. Und das ist nicht so günstig, wenn man das macht auf dem Land. Also man sollte so ein bisschen die Spielregeln abwarten. Ich glaube schon, dass man ganz gute Chancen hat, aufgenommen zu werden. Ich sehe das bei meinem Heimatdorf Högel, das ja mittlerweile auch eher schrumpft. Aber es ziehen Leute von außerhalb dazu. Und wenn sie möchten, dann dürfen sie auch wirklich gerne Teil dieser Gemeinschaft werden. Aber man muss sich an ein paar Spielregeln halten. Moin sagen zum Beispiel. Bitte. Zum Beispiel. Burkhard wird dann ja auch
auflaufen gelassen. Er möchte über Rehe schreiben und keiner verrät ihm, dass die Rehe Schonzeit haben. Also das Dorf, zumindest Vera Eckhoff in dem Fall, die Tochter von Ida Eckhoff, hat dann seine ganz eigenen Arten, sich zu rächen. Ja, genau. Oder ihn einfach so ein bisschen am langen Arm verhungern zu lassen. Das ist es wohl eher. Er nervt sie halt auch einfach ein bisschen mit seinem übersprudelnden Landenthusiasmus. Er will ja auch über alles schreiben. Das heißt, er will dann sofort seine Zeitschrift gründen, die heißt Land und Lecker, weil er denkt, das ist genau das, was die Leute in der Stadt wollen. Also er versucht auf seine Art und Weise, diese Landleute und auch dieses Landleben zu verwerten. Und ich glaube, das merken die ihm sehr schnell an. Wie das ist, wenn man als Fremder in ein Dorf kommt, das hat auf ganz besondere Art Franz Kafka auch beschrieben in seinem Roman Das Schloss. Da kommt ja der Landvermesser K. in ein Dorf und das Schloss, das man vielleicht als die Stadt sehen kann, die alles verwaltet, das wird er, wer den Roman kennt, nie erreichen. Er bleibt in diesem Dorf und wie er dort aufgenommen wird, das hören wir jetzt. »Sind Sie eigentümlich, Herr Landvermesser?« sagte die Wirtin. Und war erschreckend, wie sie jetzt aufrechter dasaß, die Beine auseinandergestellt, die mächtigen Knie vorgetrieben durch den dünnen Rock. »Sie verlangen Unmögliches!« »Warum ist es unmöglich?« fragte K. »Das werde ich Ihnen erklären«, sagte die Wirtin in einem Ton, als sei diese Erklärung nicht etwa eine letzte Gefälligkeit, sondern schon die erste Strafe, die sie austeilte. Das werde ich Ihnen gern erklären. Ich bin nur eine Wirtin, hier, in einem Wirtshaus letzten Ranges. Es ist nicht letzten Ranges, aber nicht weit davon. Und so könnte es sein, dass Sie meiner Erklärung nicht viel Bedeutung beilegen. Aber ich habe in meinem Leben die Augen offen gehabt und bin mit vielen Leuten zusammengekommen und habe die ganze Last der Wirtschaft allein getragen, denn mein Mann ist zwar ein guter Junge, aber ein Gastwirt ist er nicht, und was Verantwortlichkeit ist, wird er nie begreifen. Sie zum Beispiel verdanken es doch nur seiner Nachlässigkeit, ich war an dem Abend schon müde zum Zusammenbrechen, dass Sie hier im Dorf sind, dass Sie hier auf dem Bett in Frieden und Behagen sitzen.« »Wie?« fragte K., aus einer gewissen Zerstreutheit aufwachend, aufgeregt mehr von der Neugierde als von Ärger. »Nur seiner Nachlässigkeit verdanken Sie es«, rief die Wirtin nochmals mit gegen K. ausgestrecktem Zeigefinger. Frieda suchte sie zu beschwichtigen. »Was willst du?« sagte die Wirtin mit rascher Wendung des ganzen Leibes. »Der Herr Landvermesser hat mich gefragt, und ich muß ihm antworten. Wie soll er es denn sonst verstehen, was uns selbstverständlich ist, dass Herr Klamm niemals mit ihm sprechen wird, was sage ich wird, niemals mit ihm sprechen kann? Hören Sie, Herr Landvermesser, Herr Klamm ist ein Herr aus dem Schloss. Das bedeutet schon an für sich, ganz abgesehen von Klamms sonstiger Stellung, einen sehr hohen Rang. Sie sind nicht aus dem Schloss, Sie sind nicht aus dem Dorfe, Sie sind nichts. Leider aber sind Sie doch etwas. Ein Fremder, einer, der überzählig und überall im Weg ist, einer, wegen dessen man immerfort Scherereien hat, wegen dessen man die Mägde ausquartieren muss, einer, dessen Absichten unbekannt sind.« Besonders willkommen fühlt man sich nicht, wenn man so aufgenommen wird, in diesem Fall von dem Landvermesser. Das stimmt. Ist das etwas, was du im Dorf auch mal erlebt hast, oder ist das jetzt sehr überspitzt geschrieben, dass das Fremde, der Fremde erst einmal fremd bleibt? Ich glaube, das ist tatsächlich so, aber nicht nur auf dem Land, sondern das ist überall so. Ich glaube, da spielt es keine Rolle, ob der Fremde in die Stadt kommt oder aufs Land kommt. Den Fremden seine Fremdheit spüren zu lassen, das können wir, glaube ich, alle ganz gut, besser als wir es sollten. Ich glaube, diese Grundskepsis oder diese Abwehr gegen alles, was fremd ist, oder diese gewisse Angst oder diese Scheu, die müssen wir alle erstmal überwinden. Aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was auf dem Land ausgeprägter wäre als in der Stadt. Aber wie ist das, wenn man Geschichten zum Beispiel aus dem Dorf schreiben möchte? Da gibt es dann ja relativ schnell einen festen Korpus an Charakteren, die im Dorf leben. Und jemand, der neu hinzukommt, muss ja zwangsläufig der Fremde sein. Das wäre in der Stadt einfacher, oder? Das würde ich gar nicht sagen. Wenn man über die Stadt schreibt, muss man sich halt sehr stark begrenzen. Man muss sich immer begrenzen, was die Personenanzahl angeht, sonst ist es irgendwann unübersichtlich. Und ich glaube, wenn man im Dorf, wenn man auch, ich musste mich zum Beispiel auch, als ich das Dorf Brinkebüll beschrieben habe, Mittagsstunde sehr beschränken und sagen, lass es nicht zu viel, es sind eh schon fast zu viele geworden. Ich musste
mich auf die beschränken, die wirklich eine große Rolle spielen. Also den großen Bauern, der es schafft, den kleinen Bauern, der es nicht schafft, den Gastwirt, den Pastor, also die zentralen Figuren. Und ich glaube, dass das tatsächlich was ist, was man bei einem Stadtroman auch machen müsste, genau auswählen. Nee, ich glaube, da gibt es gar nicht so einen grundsätzlichen Unterschied. Ich glaube, die Unterschiede liegen wirklich in den Themen. Dass in der Stadt es grundsätzlich möglich ist, mehr Themen, größere Themen aufzugreifen, dass es sich mehr lösen kann? Oder wie würdest du diesen Unterschied beschreiben? Ich glaube, dass die Themen in der Stadt vielleicht eher mit dieser Anonymität zu tun haben und mit dieser Fülle, die Stadt ist. Diese Fülle kann einen ja erschlagen, wenn wir jetzt an Biberkopf denken und so weiter. Das ist ein Brodel, in dem man untergehen kann, wie in so einem kochenden Wasser tatsächlich. Man denkt jetzt, ich komme gegen dieses Brodeln gar nicht an. Als Mensch fühlt man sich da vielleicht gar nicht gehört oder gesehen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, das man in Stadtromanen hätte. Das, wie werde ich als Individuum eigentlich gesehen und was ist mein Platz in diesem ganzen Gewimmel? Und in Dorfromanen geht es vielleicht eher darum, wie kann ich aus diesen vorgefertigten Rollen, die für mich vorgesehen sind im Dorf, vielleicht wie kann ich da ausbrechen? Wie kann ich vielleicht auch das Dorf verlassen, um mir was anderes anzugucken, vielleicht auch wieder zurückzukommen. Aber ich glaube, dass die Themen unterschiedliche sind. Weil die Rollen im Dorf schneller, stärker festgelegt sind? Also wenn man ein kleines, traditionelles Dorf hat, dann ist man, wenn man in einer Familie da lebt, die schon länger da ist, dann ist man ja überall schon bekannt. Also wenn ich als Dörte Hansen durchs Dorf gegangen bin, dann war ich ja die Tochter und die Enkelin von und so weiter. Also die Leute kannten mich schon viel länger, als ich eigentlich auf der Welt war, sondern sie kannten eben meine Geschichte auch schon. Und das ist auf der einen Seite natürlich eine ganz große Sicherheit. Man muss sich seinen Platz gar nicht erkämpfen. Man hat muss eigentlich nur den Platz einnehmen, den man da hat. Aber wenn der einem nicht gefällt oder wenn man mit diesem Platz nicht einverstanden ist oder daran was ändern möchte, dann hat man es im Dorf nicht so leicht. Das zeigt zum Beispiel ein Dorfroman, den Wilhelm Raabe geschrieben hat, niedersächsischer Schriftsteller, der interessanterweise erst dann wirklich zu schreiben anfing, als er nach Berlin zog, in die große Stadt. Und da entstand dann sein bekanntester Roman, Die Chronik der Sperlingsgasse. In einem anderen Roman hat er sich aber dem Dorf gewidmet, in dem Roman Der Schüdderump. Schüdderump ist ein etwas aus der Mode gekommenes Wort. Sagt es dir was? Nein, das sagt mir gar nicht. Bekennende Plattdeutsch. Ja, aber Schüdderump sagt mir wirklich nichts. Der Schüdderump ist eine Bahre, auf der die Pestkranken damals zu den Leichengruben gezogen okay, wurden. Das war also vor Wort, meiner Zeit. Was jetzt auch nicht mehr ganz so häufig vorkommt ja, in unserem Gebrauch. Und auf diesem Schüdderump ist vor langer Zeit Antonie Häusler in das Dorf gekommen, gemeinsam mit ihrer Mutter. Ihre Mutter ist gestorben, Antonie hat überlebt. Und nun ist sie in dem Dorf. Mittlerweile ist sie auch schon zu einer Frau herangewachsen. Das Dorf erinnert sich aber immer noch, wie es damals war. Es liest Konstantin Graudus. Als die Zeit gekommen war, wie denn für alles Gute und alles Böse einmal das Siegel von den Augen, Ohren und Lippen der Welt fallen muß, da staunten alle Leute, was für ein schönes Mädchen aus dieser Antonie Häusler geworden sei. Und selbst die Übelwollenden, deren nicht wenig waren, mußten zugeben, daß Krodebeck augenblicklich sonst nichts dergleichen aufzuweisen habe. Aber auch noch nie hatte eine junge Dirne des Ortes unter solcher scharfen Aufsicht des Dorfes gestanden als dieser Schützling des Lauenhofes. Überall hin folgten ihr die Seitenblicke und das Geflüster und das leise Lachen hinter vorgehaltener Hand, und aus welchem Blut und Zustand sie stammte, das merkte man klar an ihrem scheuen Wesen, das niemandem gerade ins Gesicht zu blicken sich getraute, an ihrem bösen Gewissen, das jedermann aus dem Wege wich. Wenn man alles recht bedachte, so war dieses Mädchen trotz seinem hübschen Gesicht und schlanken Wuchs doch nur eine Schande für die Gemeinde und alle ordentlichen Leute. Ja, da ist natürlich genau das, was das Dorf so bedrückend machen kann, auch die große soziale Kontrolle und die Einsortierung, die dann auch nicht mehr verrückt wird. Ne? Das ist, glaube ich, ein typisches Dorfthema, das man so in der Stadt und im Stadtroman nicht hat. Also dieses in der Stadt geht es vielleicht eher darum, den Platz zu finden, aber im Dorf geht es dann darum, den Platz
den man nicht mehr möchte, loszuwerden. Und da bietet die Stadt eben die Möglichkeiten, wie sie Paul Auster beschrieben hat, ein anderer großer Großstadtromanautor. Er hat seine New York-Trilogie verfasst. Stadt aus Glas ist der erste Roman, wo Daniel Quinn, ein Autor, auch ein Schriftsteller übrigens, glaube ich, extra in der Stadt lebt, weil er dort diese Anonymität liebt. Und warum? Das beschreibt uns Konstantin Graudus. Er las viele Bücher. Er sah sich Gemälde an. Er ging ins Kino. Im Sommer verfolgte er die Baseballspiele im Fernsehen. Im Winter besuchte er die Oper. Was er aber am liebsten tat, war gehen. Beinahe jeden Tag. Ob Sonne oder Regen, heiß oder kalt, verließ er seine Wohnung, um durch die Stadt zu gehen. Er ging nie wirklich irgendwohin, sondern ging einfach, wohin ihn seine Beine zufällig trugen. New York war ein unerschöpflicher Raum, ein Labyrinth von endlosen Schritten, und so weit er auch ging, so gut er seine Viertel und Straßen auch kennenlernte, es hinterließ in ihm immer das Gefühl, verloren zu sein. Verloren nicht nur in der Stadt, sondern auch in sich selbst. Jedes Mal, wenn er ging, hatte er ein Gefühl, als ließe er sich selbst zurück. Und indem er sich der Bewegung der Straßen überließ, sich auf ein sehendes Auge reduzierte, war er imstande, der Verpflichtung zu denken zu entgehen. Und das brachte ihm mehr als irgendetwas sonst ein Maß von Frieden, eine heilsame Leere in seinem Inneren. Die Welt war außerhalb seiner selbst, um ihn herum, vor ihm, und die Schnelligkeit, mit der sie ständig wechselte, machte es ihm unmöglich, bei irgendeiner Einzelheit lange zu verweilen. Die Bewegung war entscheidend, die Tätigkeit, einen Fuß vor den anderen zu setzen und sich einfach von seinem eigenen Körper treiben zu lassen. Durch das ziellose Wandern wurden alle Orte gleich, und es war nicht mehr wichtig, wo er sich befand. Auf seinen besten Gängen vermochte er zu fühlen, dass er nirgends war. Und das war letzten Endes alles, was er je verlangte. Nirgends zu sein. New York war das Nirgendwo, das er um sich her aufgebaut hatte. Und es war ihm bewusst, dass er nicht die Absicht hatte, es jemals wieder zu verlassen. Also die große Möglichkeit, in der Anonymität der Großstadt auch aufzugehen. Hat das für dich auch was Verlockendes? Das hat es, glaube ich, für jeden Dorfmenschen in einer gewissen Lebensphase schon immer dann, na, nicht für jeden. Vielleicht gibt es auch Menschen, die nie woanders leben wollten als im Dorf, die da aufgewachsen sind und das alles komplett in Ordnung finden. Das gibt es sicherlich auch. Aber wenn es jemanden aus dem Dorf wegzieht, dann ist es natürlich auch oft diese Sehnsucht danach, sich ja in irgendwas tatsächlich verlieren und auflösen zu können. Also alles das mal abzulegen, was einen definiert und was einen festnagelt. Und gerade wenn man im Dorf ein bisschen anders ist als das Dorf generell, wenn man vielleicht bestimmte Macken hat oder bestimmte Eigenschaften, die mit dem Dorfleben nicht so richtig gut zusammenpassen, dann ist diese Sehnsucht ganz groß, nach diesem sich in diesem Nicht-Gesehen-Werden ein bisschen auflösen zu können. Also die Möglichkeit, sich ganz neu selbst zu erfinden. Ganz viele Hochstapler-Romane spielen ja auch damit, dass jemand in eine Stadt kommt. Das wäre im Dorf nicht möglich. Das ist im Dorf nicht möglich. Du kommst ganz schwer raus aus deiner Familiengeschichte. Also das Dorf vergisst nichts. Und das ist eben das Tolle, diesen Nullpunkt wieder zu haben, in der Stadt neu anfangen zu können. Und auch für sich selbst natürlich diesen Punkt zu sagen, ich bin jetzt mal nicht mehr die Tochter des Dorfschmieds oder so, sondern ich bin jetzt ein Mensch, der in eine neue Straße zieht und in ein Haus zieht und ich fange bei Null an. Das ist eine große Verheißung. Ich bin zum Beispiel nach dem Abitur nach Paris gegangen, was auch ein ziemlicher Schock war, von Hügel nach Paris. Das war schon eine ziemliche Umstellung. Und ich habe mich da schon auch sehr verloren und sehr einsam gefühlt, aber es war auch sehr, sehr beglückend, in dieser brodelnden Stadt sozusagen, da einzutauchen in diese Stadt. Ist das ein Schritt, den man gerade auch als Schriftstellerin einmal machen sollte? Weil es ja auch dazu gehört, sich in andere Leben hineinzudenken, wenn man schreibt, oder?
Ja, das kann bestimmt nicht schaden. Ich glaube aber, es ist eigentlich egal. Man kann auch, könnte auch ein Leben lang in seinem Dorf bleiben und kann ganz prickelnde Romane schreiben, glaube ich. Also die würden halt anders aussehen. Die wären vielleicht ein bisschen langsamer und ein bisschen ereignisärmer. Aber auch das nicht zwangsläufig. Ich glaube, es schadet nicht, wenn man die Milieus wechselt und wenn man Kontraste kennt, weil man ja dann die eigenen Konturen auch schärft, gerade in der Abgrenzung, ne? Aber also geschadet hat es mir bestimmt nicht, obwohl es auch ein hartes Jahr war. Ich war da ein Jahr Au-pair-Mädchen und so, und da fühlt man sich als jemand aus dem 500-Seelendorf schon mal so ein bisschen einsam. Ja. Die Sehnsucht nach Paris, die kennt auch Madame Bovary aus dem Roman von Gustave Flaubert. Warum sie an dieser Sehnsucht allerdings zugrunde geht, das hören Sie im zweiten Teil des Gesprächs mit Dörte Hansen aus der Reihe Literatur zur Lage. Und darin verrät Dörte Hansen dann auch, über welche Stadt sie doch noch einmal gern einen Großstadtroman schreiben würde. Das alles bald hier auf den Online-Seiten der Zeitstiftung. Danke schon einmal fürs Zuhören bei diesem ersten Teil, sagt Jan Ehlert.